Wir können die Story von Lego City Undercover fortsetzen, obwohl ich muss gestehen, ich bin jetzt schon wunschlos glücklich. Ich durfte in das T-Rex-Museum rein, ich durfte auf den T-Rex reiten. Und die Stadt terrorisieren. Ich weiß gar nicht, was da noch passieren soll. Ich glaube, wir lassen das jetzt hier. Ja, das kann gar nicht besser werden. War nett, oder? Tschüss. Wie geht das aus? Mit dem A-Knopf, oder? Das kann man nicht ausmachen, das ist eine Wii U. Bleibt immer an. Nein. Den haben sie sicherheitshalber nicht eingebaut, den Ausknopf. Wollte ich einmal haben. Jetzt darf man jetzt doch mit dem umrennen. Geil. So eine ähnliche Szene war doch in Dings auch, oder? In dem letzten... So eine ähnliche Szene ist jeden Morgen, wenn du zur Arbeit gehst. Oh Gott, der ist riesengroß. Bringt euch in Sicherheit. Ja, hatten wir sowas Ähnliches nicht auch in Lego Batman? Ich hab den T-Rex aus dem Museum. Soll ich ihn gleich dem Käufer liefern? Nein, ja. Das soll hier niemanden treffen. Ich schick dir den Ort der Übergabe. Okay, Winnie. Ich weiß, du meinst es gut, Chasey, aber der Typ ist nicht ohne. Ach, wirklich? Ja, total ungeduldig. Will seine Sachen lieber gestern als heute. Alles verändert sich. Früher hat man was geklaut, um Profit zu machen. Aber das hier ist was anderes. Da geht irgendwas Großes vor sich. Ah, ich kling schon wie meine Oma. Liefer einfach den T-Rex ab, Chase. Hey, Chase, hast du Zeit? Na, eigentlich bin ich... fast. Ich erledige einen Job für einen, der ziemlich sicher für Rex arbeitet. Und habe ich erst Rex, finde ich auch deinen Dad. Du glaubst also wirklich, Rex hat meinen Dad? Weil ich damals gegen ihn ausgesagt habe? Rex ist die Nummer eins. Er muss etwas mit dem Verschwinden deines Dads zu tun haben. Mit deiner Aussage hat es wohl aber nichts zu tun. Wenn es so wäre, hätte er dich entführt. So würde ich es machen. Bitte? Also, wenn ich böse wäre. Was ich nicht bin. Was hat Rex also mit meinem Dad zu tun? Keine Ahnung. Wenn ich was rausfinde, melde ich mich. Danke, Chase. Müssen wir jetzt mit dem T-Rex im Flugzeug rein? Der T-Rex ist am Lieferort, Winnie. Sehr gut. Ein Job noch und ich werde bezahlt. Und dann kann mich der Privatkäufer mal. Dieser Widerling. Du triffst dich mit ihm? Da beneide ich dich absolut nicht. Ja, manche Leute, die sind einfach nicht wie wir, Chasey. Keine Klasse. Brauchst du Hilfe bei der Sache? Weiß nicht. Er will auch noch ein Boot von der Feuerwehr. Ich hab zwar ein paar Jungs, die es fahren können, aber... Wo liegt das Problem? Der Schlüssel zum Bootshaus liegt im Safe des Brandmeisters. Da kommen nur Feuerwehrleute ran. Man müsste also verdeckt operieren. Meinst du, du schaffst das? Denke schon. Nicht, dass ich sowas schon mal gemacht hätte, aber ich glaube, ich könnte das. Na, dann mach mal. Und danke, das vergesse ich dir nie. Mag der wohl können, der Feuerwehrmann? Der irgendwas mit Elektro? Nee, eigentlich nicht, oder? Nee. Es sei denn, der kann da irgendwie mit Wasser drauf. Vielleicht kann der auch mit Wasser da drauf spritzen, dass es dann alles komplett durchschmort und dann da Ruhe ist. Ach so. Ja, das kann natürlich auch sein. Frankie! Hey, Chase! Ich hab gute Nachrichten! Oh, hi Frank. Was gibt es denn? Ich wurde befördert! Was? Moment. Von wem? Sheriff Huckleberry. Ich leite jetzt das Baumdezernat. Klauen die Leute eine Menge Bäume? Nicht seit ich den Job mache. Und was läuft bei dir so? Das Übliche. Normale Polizeiarbeit. Bin dabei für Winnie als Feuerwehrmann verdeckt zu operieren. Ermittelst du nicht schon verdeckt? Damit bist du also jetzt verdeckt, verdeckt! Wow! Ich soll für Winnie eins von diesen Feuerwehrbooten besorgen. Oh? Nachdem ich es abgeliefert habe, wird er sich mit Rex treffen. Und ich folge ihm. Gut, Chase. Solange du keine Bäume klaust. Wohl kaum, Frank. Bis später. Ei, ei. Honey, Ende. Das Baumdezernat. Oh nein. Aber apropos Dezernat, hast du den Trailer gesehen zu diesem...
neuen Film, irgendwie Rest in Peace Department. Ja. Mit, wer spielt denn da hier? Das den sind Alten, der Jeff der Bridges. Bridges und der Ryan Reynolds, oder? Genau. Ja. Haben wir letztes Mal angeschaut. Sieht extrem stark nach einer Kopie von Man in Black aus, so wie der ganze Trailer gemacht ist. Das ist halt so eine Comic-Vorlage. Also das, gibt's das schon lange, das Comic? Ja, schon. Hast du ja nie gehört von. Tja. Ich könnte jetzt drei andere Comic-Serien sagen, von denen du nie gehört hast. Zwei davon habe ich mir gerade ausgedacht. Aber es sah eigentlich ganz witzig aus. Also ja. War halt wirklich so 1:1 Man in Black von den von manchen so Sachen, die so passiert sind, aber trotzdem lustig. Sag mal, soll das hier so ein neuer Ford Mustang sein? Sieht so ein bisschen so aus, oder? Ja, schon. Stimmt. Den finde ich total gut. Ich auch. Eigentlich darf man den gar nicht gut finden. Wieso nicht, weil der so ökologisch bewusst lebender Mensch. Nee, ich will, dass dieser Planet draufgeht. Brennen soll alles brennen. Ja. Nee, mir geht es in erster Linie darum, dass die Natur draufgeht, weil die Natur macht, dass ich eine verstopfte Nase habe. Merkt, Kinder, ich denke weit mit. So, und wo soll ich jetzt hin? Da ins Feuerwehr. Das Leuchteding. Feuerwache. Ach so, hier vorne richtig rein, oder wie? Ach, hier. Sehr schön versteckt. Du willst zur Feuerwehr? Dann komm rein. Das müssen Sie mir nicht zweimal sagen, nicht mal einmal. Ja, Ladebildschirm. Lila Ladebildschirm. Wollen wir Wetten abschließen? Ja, ist mir egal, worauf. Ob ich es schaffe, diese ganze Feuerwehrwache-Mission zu überstehen, ohne eine schlüpfrige Wortspielung mit Schlauchturm zu machen. Wir werden sehen. Aus Reflex war ich dagegen. Ich glaube, damit liege ich ganz gut. So, Rekrut, wie lautet dein Name? Der Geburtstag. Pete. Peterson. Okay, Pete Peterson. Als Feuerwehrmänner sind wir Teamspieler. Teamspieler. Hab ich recht, McGurkey? Was? Du hilfst ihm nicht. Es bedeutet, zu wissen, was die anderen Kollegen denken. Welchen Kuchen mag ich am liebsten, Pete Peterson? Schoko? Sogar der Frischling weiß das! Nun, Pete Peterson, dann wollen wir mal mit deinem Training beginnen. Du könntest recht haben mit dem Elektrozeug. Ja. Was soll das denn? Ich hab dir noch nicht mal Anweisungen gegeben. Entschuldigung, ich war etwas aufgeregt. Feuerlöscher sind keine Spielzeuge. Mit denen spielt man nicht rum. Folge mir hier rüber. Das ist Officer Lopez Delgado. Hola. Er wird deine Grundausbildung übernehmen. Ich muss einen Vortrag über die Wichtigkeit der richtigen Sorte Geburtstagskuchen vorbereiten. Du bist Pete, richtig? Das ist wunderbar. Erstmal müssen wir dich aber in einen richtigen Feuerwehrmann verwandeln. Stimmt's? In der mittleren Garage ist eine nagelneue Uniform. Falls du die Tür irgendwie aufkriegst. Vielleicht mit diesem Hebel hier? Oh, das ist bestimmt der Zonk hinter. Ja, das wäre so einfach gewesen. Peterson ist genauso geil wie Dr. Rosenrose. Ja, oder Whitey White Man. Oder Whitey White Man, ja. Mein Name ist Whitey White Man, ich habe alles gesehen. Ah, nee, war der falsche Taste. Zum ersten Mal passiert. Tut, tut, tut. Ja. Moment mal. Auch passt. Der Song, der hier gerade läuft, der ist mir finde ich sehr angenehm. Ist gut. Weitermachen bitte.
dann mache ich mal mit dem Bauen hier drüben weiter, oder? Hat wohl jemand vergessen, das Garagentor fertig zu streichen? Ach so, müssen wir mit Farbwechsler da drauf schießen dann. Weil Garagentor geht nur auf, wenn es fertig gestrichen ist, weiß doch jeder. Kann ich hier noch was machen? Sachschaden. Mach ich ganz gern. Das Garagentor könnte wirklich einen Klecks Farbe vertragen. Na klar! Ja, von der Logik her könnte das auch gut ins Resident Evil reinpassen. Stimmt. Das Rätsel. Oder in dieses komische, wie hieß es, Silent Hill mit der Stadt da? Silent Hill mit der Stadt? Wo dieser Gefangene irgendwie, das ist eins der letzten Silent Hill-Spiele. Ach, ja, weiß schon, welches du meinst. Das waren so unfassbar dumme Rätsel, oder? Wahnsinn. Musste man irgendwie so ein komisches Siegel auf dem Friedhof finden, um so ein Tor, um das Haupttor aufzumachen zum Parkplatz, wo jeder rüberklettern konnte, was ein ganz normales Tor war. Da musste so ein altes Familienwappen gefunden werden, um das Tor aufzumachen, was halt über 5 Gräber verteilt war. Schnelldenker, ne? Okay, lassen wir es langsam und behutsam angehen. Oh nein, sieh nur, eine wahre Feuersbrunst. Wenn nur irgendjemand das Feuer mit einem Feuerlöscher eindämmen könnte. Eieieiei, könntest du das nicht für mich erledigen? Madre de Dios, das ist el Pollo Diablo. Und jetzt? Prima, gut gemacht. Oh, cool. Du wirst für uns gute Arbeit. Warte kurz, die Tür ist verschlossen. Und ein unschuldiges Ventilrad steckt dahinter fest. Oh, Feuerwehr-Axt. Und hier, schau, eine Feuerwehr-Axt. Ob du mit dieser Axt irgendwie diese Tür klein kriegst? Yes! Sorge, das gibt doch keinen Ärger. Ach, guck mal, jetzt können wir durch diese ganzen verbarrikadierten Türen durchkommen. Cool. Ist ja cool. Genau, langsam liegt uns die ganze Stadt. Die Tür ein. Du, hier ist Pity. Hey, du bist doch groß und stark, oder? Schnapp dir das Ventil. Das ist cool, also wie viele Anspielungen, dass ich die halt kein Kind jemals verstehen wird. Hoffentlich nicht. Ja, gut. Oder es kriegt in dem Moment gerade einen Flash. Einer meiner zukünftigen Kameraden hat aus Versehen den Schlauchdruck zu sehr erhöht. Oh nein. Wer ihm da wohl helfen könnte? Vielleicht jemand mit einem Ventil. Ja. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Ein Ventil, um den Druck zu senken. Ist jetzt aber schon hart für dich, oder? Ja. Ist ganz schön lange durchgehalten. Das muss ein neuer Rekord sein. Bueno. Das hast du ja schnell erledigt. Ich bin beeindruckt. Bereit für den nächsten Abschnitt? Was da wohl Verrücktes auf uns wartet? Also ich habe jetzt echt schon 4 verkniffen. Ich will ganz kurz noch hier in die Ecke schauen. Rappen die da oder singen die da? Ich glaube, die singen da, die freuen sich. Obwohl es gar nicht so kalt aussieht, oder? Also wie cool die Choreo halt ist. Das ist so nett. Können wir jetzt hiermit schon was machen? Nee, oder? Kann ich noch nichts bauen? Nee, ich dachte, ich meine, an dem Griff kannst du jetzt auch mit dem Feuerwehrmann nichts machen. Nee, oder? Also ich bin ja nicht irgendwas Starkes. Nee. Was? Feuerwehrmänner sind doch wohl stark. Die rutschen doch überall nur runter. Sogar zu schwach zum Treppenlaufen. Feuerwehrmänner, die uns zuschauen, berichtigt den Fritz. Ihr seid voll stark. Oh nein! Schau! Ein paar deiner Arbeitskollegen sitzen auf dem Gebäude fest! Bin ich nicht ein super Schauspieler? Sag den anderen doch bitte, wohin sie das Trampolin tragen sollen. Damit du deine Kollegen retten kannst. Nach links! Musst du das lenken? Ja. Nein, ach, jetzt lenke ich die. Links.
Bleibt das denn? Toll gefallen! Ich fliege nicht, ich falle elegant. Stopp! Geronimo! Erwischt! Rechts! Wie geil er rumfliegt. Eine Einweisung. Gut gemacht! Aber den Feuerlöscher spielen sie alle gerne, oder? Ja. Gut gemacht. Hast du schon mal Feuerlöscher bedient? Nein, du? Ich auch nicht. Fertig machen! Yay! Das waren alle! Gute Arbeit! Jetzt, wo sie sicher unten sind, können wir das Feuer oben löschen. Aber dein eigener Feuerlöscher reicht für diese Art Flamme nicht aus. Dafür aber diese hier. Ja, die sind ziemlich beeindruckend, was? Sag Hallo zu meinen großen Freunden hier. Schnapp dir eine von ihnen. Hervorragend! Die Wasserkanone hat viel mehr Reichweite als dein Feuerlöscher. Also die sind unglaublich gute Vorbilder, du bist ein echtes Naturtalent. Was den verantwortungsvollen Umgang mit Spezialwerkzeugen angeht. Das war doch gar nicht so schwer, oder? Schnell! Es gibt da eine echte Notsituation! Was ist denn los? Oh, du schauspielerst doch wieder, oder? Ja! Unser Stationsmaskottchen Admiral Pompon Moggins, der dritte sitzt auf dem Dach! Ich soll eine Katze retten? Oh ja! Jetzt wirst du den Arbeitsalltag eines Feuerwehrmanns in Lego City kennenlernen! Katzen zu retten ist ein Hochgenuss! Weil sie ja meistens recht weit oben sitzen. Du musst aber erstmal irgendwie an ihn rankommen. Ich glaube, es ist zu viel Aufregung, ehrlich gesagt. Ich glaube auch, wir brauchen Pause. Kopfplatz-Aufregung. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Folge. Ciao. Dann.